Hallihallo zusammen, Jungs und Mädels. Hier ist wieder euer José und zurückgekehrt zu einer weiteren Runde zu Guild Wars 2. Und wir sind hier zuletzt in der Blutstromküste gelandet und haben ja das kleine Special noch vorbereitet. Die Charakterübersicht, die ich da so habe. Und ich weiß, wir hatten hier zuletzt das Problem mit dem Abbauen von irgendwelchen Bäumen, glaube ich. Mal schauen. Ach, du Schande, ist ja wieder alles voll hier. Dann würde ich doch mal sagen, huschen wir schnell mal nach Löwenstein rein, denn das hat so natürlich gar keinen Deut, gar keinen Zweck. So, wo haben wir denn hier unser Siegel der Heuschrecke? Da, zack, dass wir ein bisschen mehr Boost hier in den Stiefeln haben. Und zwischendurch mal hier schnell den Kram aufräumen. Mal gucken. Rolle der Schultern, wackerer Kurzbogen brauchen wir alles nicht. Oh, hier ist der Alpha-Lindwurm wieder mal unterwegs. Den können wir eigentlich mal ja, kaputt schlagen. Also ich weiß gar nicht, was sind denn hier die täglichen Aufgaben. Mal gucken, wenn ich ihn hier angreife, kann ich ja meinen Blick riskieren. So, na komm, greif ihn an. Okay, Wiederverwerter haben wir. Schon fast zur Hälfte durch. Tägliche Tötungen, unterschiedlicher Art natürlich auch. Oh, kaktischen Koryphäe. Das heißt, wir sollten uns darauf konzentrieren, die mal zu machen. Den mystischen Schmied, na gut. Wiederverwerten mache ich relativ selten. Wir können wieder einen Schlüssel herstellen. Und Gruppenevents abhalten. Und dazu noch weitere. Mal gucken. Karawanen zerstören, Nebelinvasionsabwehrer. Wir können Leute retten, das ist vielleicht ganz praktisch. Unterwassertötungen vollziehen und ja, wieder mal ein paar Sachen sammeln. Damit sollte auf jeden Fall jetzt hier der Tag geplant sein. Aber erstmal muss der Alpha-Lindwurm dran glauben. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Wie sind wir eigentlich? Wir sind zu zweiter, zu dritt, glaube ich. Zu dritt, ja. So, alles klar. Erstmal auf nach, oder Moment mal, wir können doch eigentlich auch hier Sachen verkaufen, oder? Was haben wir denn hier? Essenz des Glücks, die sind immer praktisch. Wieso haben wir so viele Äxte hier? So viele Materialien? So, das brauchen wir glaube ich nicht. Ach genau, das ist genau die Stelle, wo wir doch letztens so gebasht wurden. Mal gucken, jetzt sind wir ja nicht alleine. Das müsste jetzt eigentlich auch besser funktionieren. Und währenddessen mache ich mal hier alles kaputt, was wir hier nicht so brauchen. Feindkontakt. So, Feindkontakt. Anscheinend muss ich euch eine Lektion mache echt kaum Schaden, aber das ist die wichtigste Sache. Hauptsache ein paar Kills hier abgeliefert. Oh. Der hat mich erwischt. So, aber so schnell kriegst du mich nicht klein. Ich fühle mich so entzündet. Schon neutralisiert. Ah. Die Pein macht mir zu schaffen. Gehen wir. Na komm schon, geh weg. Okay. Puh, die Pein ist wirklich heftig. Noch, auch noch jetzt mit der Stufe, die ich hier habe. Stufe 40. Huch, jetzt greife ich hier den Moor an. Das war jetzt nicht beabsichtigt.
Ich bin bereit für noch mehr. Okay. So, da haben wir Tokawa-Schösslinge. Da haben wir sogar die Stahlholzfällachs dafür. Das ist auch sehr praktisch. So. Zurück zu den Kollegen und helfen wir denen mal. Tote Piraten, lebende Piraten, wir töten euch alle. Die werden ja von Mal zu Mal gruseliger. Erst Verteidigung, dann Angriff. Mich bringt nichts zu Fall. So, da ist noch einer. Den kloppen wir auch erstmal gerade zusammen. Bingo. Oh, was war denn das? Das ist sehr nett. So, und schon stehen wir wieder. Wo kam denn der auf einmal her? So, wo müssen wir eigentlich hin mit den Kollegen? Das sieht man gar nicht. Noch mehr Piraten. Geister, Schätze ziehen sie an wie Augäpfel Harpien. Vielleicht beruhigen sie sich, wenn wir gehen. Es gibt keinen Sinn. Gut, dann werdet ihr eben nochmal sterben, ihr guten Geister. Was soll man machen? Hat er kein Deutsch? So, oh, wir machen hier sogar die Herzenaufgabe zwischendurch quasi. Und zwar helft der Abtei dabei, die Geisterpiraten zu beseitigen. Bringt den verfluchten Schatz zu den Schatztruhen. Schützt die Exploratoren vor dem Zorn der Geister, der Schatzbesitzer. Und ich sehe, die feuern hier ziemlich krassen Schaden raus. Wenn die hier ihre Salven abfeuern, das ist schon wirklich heftig. Da merkt man aber auch, dass man hier wirklich in die Grenzen kommt. Also, ich bin ja jetzt ein Charakter, der eine Rüstung leichter Klasse trägt. Genau. Das heißt, bin quasi Kanonenfutter für die Kollegen hier. Also hoffe ich mal, dass ich nicht zu viel hier aufs Korn genommen werde. So, okay. Das Event hätten wir geschafft. Sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht, kommt noch ein Folge-Event oder ist das jetzt nur das gewesen? Oh, da seid ihr ja. Wir haben neue Artefakte. Ich dachte, ihr wärt das Buddeln im Dreck inzwischen leid. Ja, und ich dachte, ihr hättet genug vom Piraten verdreschen. Macht ihr mal euren Kram, ich mache meinen. Ihr seid wohl zu sorglos, Löwengardisten. Man scheint euch gefolgt zu sein. Was? Oh. Die Piraten! Wie ich sagte, ein Folge-Event. Und es ist zu leicht, diese Schätze abzunehmen. Fasst diese Artefakte nicht an. Ihr wisst nicht, was geschieht, wenn man sie anrührt. Das Risiko gehen wir ein. Haut diese Bücherwürmer tot. Tragt die Schätze in ihren hohlen Schädeln weg. Okay, wir haben jetzt mal hier einen Eisbogen geschnappt. So, nach sicherer Entfernung hauen wir mal hier unseren Schaden raus. Das sieht ganz gut aus jetzt. Und sogar einen kleinen Stufenaufstieg bekommen. Sehr schön. So, aber das waren nicht die letzten Piraten. Wir sehen jetzt hier rechts die Piratenmoral. Das heißt, es werden wohl nach und nach weitere Piraten spawnen und uns versuchen, das Leben schwer zu machen. Aber da wir nicht alleine sind, haben wir hier das Glück, hoppla, dass wir hier nicht sofort bis Knie gelegt werden können, sondern dass das erst später passiert. Oder gar nicht, wenn es am besten, oder wenn es sehr gut läuft. Erhebe dich, mein Hirnloser! Diese Dinger sollte es eine Garantie geben.
So, okay, wir können derweil mal hier ein paar Leute wiederbeleben auch. Denn das tut ja auch zu den täglichen Aufgaben gehören, die den Leuten zu helfen. Ich hoffe, dass der uns in Ruhe lässt. Oh. Da ist noch jemand. Autsch. Jetzt wird's aber haarig. Okay. Oh, da ist noch einer. Komm, 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 beeil dich, beeil dich. Nein! Braves Monstrum! So, oh nein, er hat mich erwischt. Okay. Ah, das ist sehr nett. Nein! Nein, ich will nicht sterben! Ach, so ein Dreck. Das sind eine ganze Menge Piraten hier für so ein kleines Mini-Event. Wahnsinn. Na gut, das nützt jetzt auch, oder das ist jetzt auch egal. Unser Wams wurde eh beschädigt, das heißt, es ist sowieso ganz kaputt gegangen. Nee, ist er nicht, okay, aber es wurde beschädigt. Zeit, es auszutauschen. Also gehen wir erstmal zurück nach Löwenstein und zu dem Händler und gucken mal, dass wir das ausgetauscht bekommen oder repariert bekommen. Und dann kommen wir wohl nicht drum herum, dass wir hier einfach mal nochmal uns ein Gebiet aussuchen und das erkunden. Denn nur so holen wir uns ganz schnell die Level rein, die wir dann brauchen, um die Charakterstory auch zu machen. So, erstmal auf zur Bank. Oh, geruckel, geruckel. So, genau. Also auch jede Menge Schrott. Einfach jede Menge Schrott, auch den man sich an Land zieht. Das geht ganz schnell. So, mal schauen hier. Ja, genau. Das haben wir schon mal jetzt geschafft. Hier die erste tägliche Aufgabe gewissermaßen. Und auch da unten. Wieso sind hier unten in der unsichtbaren Tasche die Sachen gelandet? Das verstehe ich auch nicht. Das kann ich ja alles lagern. Auch hier der ganze Krempel kann ich ja verkaufen. Das ist ja Schrott. So, Qualenüberreste brauche ich auch nicht. Oh, was ist denn das? Wir haben beim Wiederverwerten wohl eine Essenz des Glücks bekommen. Sehr schön. 200 Glück. Ah, moi. So, nochmal hier etwas Kleines für zwischendurch. Vulkangestein. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das sieht auch so aus, als können wir das nicht verkaufen. Doch, kann man verkaufen. Okay. Erfrischend. So, wir haben zwei Ätherschlüsselteile. Ich meine, in der Bank noch was zu haben. Ich gucke gerade mal nach. Ich kann Berge versetzen. So, den ganzen Rest kann man hier auch wegmachen. So, erstmal hier zur Bank. Und genau, wir haben vier Stück. Sprecht. Vier Ätherschlüsselteile. Und machen das jetzt mal zu einem Schlüssel. Zack. Raus damit. So, da ist er. Moment mal. Das habe ich doch eben gerade gemacht. Also man sieht, die Erfolge sind manchmal auch ein bisschen buggy. Na gut, schade. Hätte mich wirklich gefreut. Jetzt haben wir drei Schlüssel, kompletter Art. Und einen Teil des Schlüssels. Den lege ich mal hier dazu. Sodass, wenn ich mit einem die Schlüsselteile habe, kann ich immer zur Bank zurückkehren und die dann zusammensetzen. So, ansonsten Amethystbrocken, die können in die Truhe. Das Holz kann in die Truhe. Und das Leder auch.